Hallo und willkommen zu einer gemütlichen Runde Survival Fountain of Youth mit mir, dem Reeves. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meine letzten Videos angeschaut haben. In der letzten Folge war es soweit. Wir haben begonnen, die Eiseninsel weiter zu erkunden und sind vorne in ein tempelähnliches Gebilde reingegangen. Und es ist passiert tatsächlich, wir sind das allererste Mal in Survival Fountain of Youth gestorben. Wir wollen jetzt zurück zu unserem Punkt, wo das passiert ist, denn dort liegen wohl noch 55 Gegenstände. Ich hoffe, wir kommen irgendwie gescheit an die dran. Und dann sieht der Plan wie folgt aus. Wir schnappen uns alles inklusive dem Karren. Wir gehen zurück zu unserem Boot, weil ich brauche Medizin. Wir müssen zurück zur Insel der Hoffnung, um Medizin zu craften, herzustellen, weil wir erleiden hier Hitze, wir haben Wind, wir kriegen Verbrennungen, wir kriegen Schnittverletzungen, es gibt hier alles. Also die Insel hat es in sich, die ist anders wie die bisherigen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich verstorben bin, wo dieser Bereich war. Ich habe auch ehrlich gesagt irgendwie keine Lust nochmal darunter zu gehen, aber ich hätte die Gegenstände gern wieder. Wo war denn das? Ich habe nicht mal Ahnung, wo das genau war. Mal schauen, ob wir von hier oben etwas entdecken können. Hier kommen wir sicher nach unten und ich glaube auch sicher wieder hoch. Hier ist noch eine Eisenmine. Hier liegt unser Loot. Wir nehmen alles. Lasst uns dieses eine Eisenerz hier noch mitnehmen. Wir wollen das einmal schmieden. Dann sehen wir, welche Gegenstände wir alle herstellen können. Hier haben wir auf jeden Fall einen sichereren Weg. Wir schnappen uns die Karre hier. Und gehen nach draußen. Was haben wir hier noch? Die Wissenschaft der Gewichte. Herstellung. Kriegen wir einen Bonus. Die Feuersteinscherbe nehme ich auch sehr gerne mit. Wenn wir ja über die Insel der Hoffnung geht, die allererste Insel, da wo wir gestrandet sind, könnten wir ja sowieso, wenn wir unterwegs sind, noch ein paar Häute mitnehmen. Die können wir mit rübernehmen auf die Kupferinsel. Dort haben wir schön unsere Gerberstation und alles. Und eventuell ist auf der Kupferinsel Kupfer nachgespawnt. Und wir könnten damit unsere Rüstung verstärken. Was haben wir hier? Okay, sieht aus wie ein Schädel. Diese kleinen Dinger, was sind denn das? Da ging daneben. Agutis. Zwei neue Baupläne. Das
sowas ähnliches wie der Kurzohrfuchs, so wie das ausschaut. 15 Nahrung, 8 Wasser. Jetzt machen wir uns hier den Bereich frei, dass wir ohne Schaden durchkommen in Zukunft. Ich habe mich selber verletzt. Wir müssen einmal reparieren. Das sollte reichen. Wir spielen natürlich wie immer Jäger und Sammler. Alles, was wenn so am Wegesrand rumliegt, nehmen wir auch mit. Das kann man immer brauchen. Wir haben Nacht. Können wir leider keine Kartierung machen. Ja, jetzt bin ich in einem Bereich. Hier komme ich mit dem Karren gar nicht durch, oder? Ja, doch. Sehr schön. Hier langsam nach unten. Hier haben wir noch eine Angelstelle. Mit der Konzentration immer mal wieder schauen, ob die Schlangen nachgespawnt sind. Ja, ich denke, es macht auf jeden Fall auch Sinn, wenn wir hier später uns auch eine Schmiede errichten. Das Kupfererz nehme ich mit. Was haben wir denn noch? Wir nehmen die Kokosnuss und das hier. Den Eisenbaumast würde ich gerne mit rübernehmen. Euch können wir herstellen. Alles, was wir hier drin haben, lassen wir jetzt hier. Ich bin massiv überladen. Das sind unsere ersten Ressourcen, um hier ein einigermaßen gescheites Lager zu errichten. Die können wir auch hier lassen. Die hölzerne Harpune nehme ich mit. Den Puma-Trank lassen wir mal hier. Die Fledermaus zur Herstellung. Zweimal Seenfaden, Obsidian-Axtklinge. Hier jede Menge Stücke. Allheilmitteltrank. Ja, gut. Ich würde sagen, so lassen wir es. Wir gehen auf unser Schiff.
schauen noch mal, ob wir alles draußen haben, was wir hier lassen wollen. Schaut ganz gut aus. Wir setzen die Segel. Und zwar in die Vogelregion zur Insel der Hoffnung. Da wären wir zurück. In unserer Vogelregion. Wir haben hier noch 17 lange Stücke. Nix wie rein mit euch in unser Boot. Die vier auch. Die Blüten nehme ich mit. Getrocknete Haut. Steinspitzhacke lasse ich jetzt hier. Das Obsidianmesser lasse ich hier. Und die Obsidianaxt lasse ich hier. Die können wir einmal durchreparieren. Euch lassen wir auch hier. Die Feuersteinscherbe nehmen wir mit. Seenpfade, Kohle genauso. Hier, den Rest lassen wir so. Obsidianscherbe habe ich hier noch eine. Wir reparieren die Axt noch einmal. Ihr habt es gesehen. Ich habe mir mal gesagt, bis zur Hälfte. Mehr mache ich nicht. Hier haben wir noch Lehm. Ja, wir haben hier noch schön viele Sachen. Sehr cool. Hier haben wir Medizin. Das müssen wir alles noch mitnehmen, die ganzen Bücher. Wichtig, dass wir wieder hier sind. Hier haben wir eine Feuersteinscherbe. Die nehme ich direkt rein. Ein großer Ast. Lasst uns mal die großen Äste zusammentragen. Ich hätte den Karren können mitnehmen. Auch eine süße kleine Hütte. Ja, gefällt mir. Ich freue mich, die Stufe 2 Wände, Dächer etc. zu bauen. Wir haben hier Lianen ohne Ende, Bambusstücke, biegsamer Ast, getrocknete Haut. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Tierische Sehnen nehmen wir auch mit. Habe ich hier jetzt schon eine leer? Nein, noch nicht. Die können wir leer machen. Einmal bewegen. Hier so hin. Für die Verbesserung brauchen wir 2 Lianenseile, 6 breite Blätter. Ja, eigentlich wollten wir nur kurz hierher kommen, um Medizin zu craften. Und schon sind wir wieder richtig im Bauflow. Ich brauche schmale Blätter. Die sind bestimmt nachgewachsen mittlerweile. Einmal in die Herstellung, Lianenseile. Gleich die getrockneten Häute mitnehmen. Eine verbesserte Fackel nehme ich auch sehr gerne mit rüber. Einmal zur Kiste. Hier machen wir jetzt die Blätter rein. Bambusstücke. Die großen Äste lassen wir hier nebendran. Verdorbenes Essen. Komm, wir nehmen es mal mit rüber. Dann wäre die Kiste nämlich auch frei und wir können sie transportieren. Dann setzen wir die hier auf die andere Seite.
2 und 6. Wieder in das Crafting. Die Lianen noch rausgeholt. Jetzt gehen wir ins Crafting und machen Lianenseil. Verbessern die Kiste hier. Die schmalen Blätter mit raus. Kann ich das Verdorbene essen? Dann machen wir es halt einfach mal hier rein. Ich wüsste sonst nicht. Den können wir auch hier rein. Gut, dass die Fledermäuse nicht kaputt gehen. Biegsamer Arsch machen wir hier raus. Wüsste ich sonst nicht. Unsere Energie lässt langsam nach. Das heißt, wir können auch noch eine Runde schlafen. Die Baumrinde nehmen wir mit rüber. Geteilter Baumstamm. Alles zur Kupferinsel. Den Seenfaden auch. Wir essen mal eine Kleinigkeit. Pilzzunder. Sowas benutze ich eh nie. Wir schlafen eine kleine Runde. Es ist wieder Morgendämmerung und wir holen uns erstmal Kokosnüsse. Ich habe kein Obsidian mehr. Wir kehren zurück zu unserem Schiff. Da sollte die Kupfermesserklinge drin sein. Auch nicht. Wo ist mein Kupfermesser? Wo habe ich mein Kupfermesser? Ich bin verwirrt. Habe ich das verloren? Oder habe ich das irgendwo liegen gelassen? In irgendeiner Truhe? Naja, gut. Die Steinspitzhacke kann raus. Wir nehmen mit die ganzen Bücher. Die Schakal-Trophäe, die Wildschwein-Trophäe. Ihr Kobo-Erz brauchen wir nicht. Vogeltrank, das können wir alles hier lassen. Was haben wir hier noch? Eukalyptus, Hibiskus, Tabak, Salbei und Kamille. Euch nehmen wir mit. Die Wildschweinstoßzähne nehmen wir auch mit. Ich würde nämlich gerne... Wobei, wir können eine Harpune. Die lassen wir da. Wir bauen die Harpune direkt mit Kupfer. Ja, eine schöne, entspannte Kruschelrunde. Hier mal wieder aufräumen. Ressourcen verpacken und alles mit rübernehmen, was man so braucht. Wollte ich 10 da lassen.
Jetzt wird's gerade nur langsam eng hier. Hundertfünfundneunzig,8 von 200 möglichen Einheiten. Nun wäre die Überlegung, holen wir uns noch Obsidian, wenn wir sowieso da sind. Dann nehmen wir die Steinspitzhacke mit. Wir schmeißen noch die Lianenseile raus. Und nehmen zwei Steine mit. Herstellung. Back to the basics. Ein Steinschneider. Und wir schauen in die Karte. Wir haben hier Salbei. Salbei und Kamille. Wir holen uns Salbei. Die Richtung stimmt. Sechs haben wir gekriegt. Dann machen wir doch den Abstecher zu den anderen hier oben noch. Sechs sind mir deutlich zu wenig. Wenn wir schon hier auf der Insel sind, dann will ich einiges mehr. Hier oben haben wir nochmal Salbei. Da komme ich nicht hoch. Zu wenig Kraft. Ja, da kommt die Harpie. Komm. Salbei, das hört sich besser an. Denn wenn wir in das Crafting, in die Herstellung reingehen und hier schauen, ja okay, wir brauchen nur einen. Ich dachte, wir brauchen zwei pro Verarbeitung. Ich könnte mal wegmachen, brauchen wir nicht mehr. Den Stein lagern wir hier auch ein. Und die Harpune nehmen wir auch noch raus. Weiter zum Hibiskus. Direkt nebendran. Komm her, da ist noch mal eine. Boah, jetzt bin ich hier gerade erschrocken, als hier das kleine Viech vorbeigerannt ist. Die Brotfrucht kommt auch direkt richtig. Wir gehen noch in den Charakter. Giften widerstehen, Krankheiten widerstehen. Alchemie und Lernen. Ich denke, wir nehmen alle Arten von Grippe. Die Alchemie, Heilmitteltrank, nehmen wir mal mit, komm. Brauchen wir Schlangentrank und so Sachen? Vielleicht gegen später wäre das interessant. Wir nehmen das noch. Und dann nehmen wir hier Krankheiten widerstehen.
Es wird langsam richtig wichtig. Bananen. Hier hinten haben wir weitere Hibiskus. Da müssen wir einmal außen rum. Den Tabak und den Eukalyptus nehmen wir auch direkt mit. Da hinten versteckt er sich. Kann ich dich mitnehmen? Ein Giftpilz. Den brauchen wir für den Allheilmitteltrank. Die Todeskappe. Wo kriegen wir denn die Todeskappe her? Eukalyptus und Brotfruchtbaum. Schlange direkt voraus. Wenn wir hier sind, nehmen wir die Baumrinde noch mit. Hallo Schwein. Kleiner Skorpion. Wir nehmen alles rüber. Dich können wir essen. Wo war die Schlange da? Weg mit dir. Jetzt können wir den Eukalyptus. Ah, haben wir ja. Aber hier war doch noch etwas. Ein Brotfruchtbaum war hier in der Nähe. Hibiskus, Tabak. Tabak brauchen wir auf jeden Fall. Hibiskus ist aber das Wichtige, oder? Was war gegen Verbrennungen? Ne, Tabak. Tabak war gegen Verbrennungen. Tabakpflanzen sind so klein, da muss man echt aufpassen, dass man die nicht übersieht. Erstmal Schaden gekriegt. Ja, okay, die ist jetzt nicht so klein. Eher nach rechts. Aber komme ich da hoch? Kamille habe ich noch keine. Wenn wir hier gerade so fleißig unterwegs sind. Da unten wäre Tabak. Tabak und Hibiskus sieht gut aus eigentlich. Den können wir noch mitnehmen. Hier haben wir noch Eukalyptus zweimal. Kamille. Hier, Kamille bei der Obsidianablagerung. Ja, perfekt. Da wollten wir ja sowieso auch hin. Wir holen jetzt noch den Tabak da. Sehr gemein. Zwei direkt beieinander. Und jetzt nehmen wir den Weg
hier außen rum zu den Obsidianablagerungen. Das sollte der Weg sein. Das passt. Perfekt. Sehr gut. Okay, ihr Lieben. Ich schaue auf die Uhr und von der Zeit her sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir konnten unseren Loot Gott sei Dank wieder zurückholen. Wir sind hier ja wieder zurück auf der Insel der Hoffnung. Wie angesprochen, werden wir in der nächsten Folge noch zusammen Kamille hier hinten abholen, etwas Obsidian. Dann machen wir uns langsam wieder auf den Weg Richtung Kupferinsel, schmeißen dort mal, da freue ich mich drauf, das Eisen in den Schmelzer, um zu schauen, was können wir alles aus Eisen dann herstellen. Das wird mega interessant. Wenn wir dann wieder gewappnet sind mit genügend Medizin etc. pp., gehen wir zurück auf die Eiseninsel, wieder rein in den Vulkan und schauen dort mal, ob wir die weitere Forschung da drin überlebt oder ob wir nochmal sterben, so wie in der letzten Folge. Ja, damit möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.